Hallo ihr Lieben und willkommen. Oh, was? Errungenschaft freigeschaltet. Naja, wie auch immer. Ich habe euch ja gesagt, ich komme in diesem Video zurück mit diesem ganz besonderen Auto. Jetzt muss ich sagen, ich muss anfangen zu fahren. zigfach. Das Qualifying, oder, na, ist weniger Qualifying, ist mehr, lasst uns mal fahren. Hier gemacht, um den Track und vor allem auch das schwere Auto zu lernen. Der Ruf ist nämlich alles andere als leicht zu beherrschen. So, und jetzt hier die erste Runde. Möchte ich sowieso noch möglichst langsam angehen. Es ist ja frühester Morgen. Muss man ganz genau erwischen mit dem Auto. Das war jetzt ein Fehler, weil ich mich habe ablenken lassen. Das ist auch der Grund, warum ich nicht sprechen muss. Muss sich hier wirklich ziemlich konzentrieren. Jetzt kommen wir zum schwierigsten Stück für mich. Hier kann ich deutlich schneller durch. Bei diesem Auto muss man wahnsinnig aufpassen, wie es halt sich gehört für klassische 911er. Ja, jetzt holt er da hinten gleich auf. Also bei dem muss man unglaublich früh bremsen. So, hier muss ich auch aufpassen. Hier hat's ein Lotus 7. Also da oben hat es Bodenwellen. Und wie es sich für das Quellfahrzeug gehört, hat dieser Wagen ein unglaublich freudiges Heck.
Das ist auch der Grund, warum ich hier in der Kurve immer so ein wenig versuche zu tricksen, wenn man sie nämlich richtig kriegt. Dann kommt er da schön rum. Und wenn man hier zu stark anbremst, dann kommt er hier ins Trudeln und lässt sich oft nicht mehr befreien. Schlechter als letzte Runde. Hätte jetzt nicht erwartet. Hier habe ich lange Zeit immer in den zweiten Gang runtergeschaltet. Ja, der dritte reicht völlig aus. Da jetzt geblitzt, war ich zu schnell. Ja, aber das ist ja kein 911er in dem Sinn, sondern ein Ruf CRT8. Aber das erkläre ich besser in den Stellen, wo ich jetzt zu lange ruhig war. Ihr seht schon, wenn ich hier die Konzentration nur einen Augenblick verliere, dann mache ich Fahrfehler. Jetzt könnte es hier rutschiger werden. Wieder etwas langsamer. Na gut, ich war ja auch im Gras, oder besser gesagt im Kiesbett kurz. Wollte ich vielleicht jetzt ein bisschen zu sehr holen. Seht ihr das? Der zweite Gang ist in dem Auto irgendwo an der Stelle, wo er immer ein bisschen zu kurz ist, um daraus wieder vorzubeschleunigen. Beinahe hätte das wieder Probleme gemacht. Jetzt ist gut. Okay, wir haben es nur auf
Platz 5 geschafft. Jetzt hatte ich schon zweimal in Folge auf Platz 1 geschafft und dachte, wenn ich das jetzt so regelmäßig schaffe, dann ist gut, aber offensichtlich hat es nicht gereicht. Jetzt nehme ich erstmal die Wiederholung auf und wir sehen uns dann gleich wieder zum Qualifying. So, dann gehen wir mal weiter zum Qualifying. Ich habe jetzt nachgeschaut. Ich bin nur hinter den BAC Monos zurückgeblieben, was ja schon mal kein schlechter Wert ist. Okay, dauert auch noch mal so lange, interessanterweise. Aber jetzt sind wir später am Tag. So, hier ziemlich genau bei der Ampel kommen wir raus. Diese erste Runde zählt natürlich sowieso nicht, weshalb ich es locker angehen kann. An Konzentration sollte es mir trotzdem nicht mangeln. Kurve braucht eine halbe Ewigkeit, bevor sie in den Apex kommt. Ich habe auch so ein kleines Real-Life-Problem, merke ich gerade. Und zwar lasse ich die Kupplung nach dem Schalten immer kommen. Selbst wenn ich eigentlich Oh, jetzt fängt es an zu regnen. Bei Regen soll dieses Auto wirklich schlecht zu fahren sein. Und zwar natürlich logisch. Ich glaube, es ist schon wieder vorbei. Einen weiten Bogen machen. Okay. Okay, ich dachte, das wäre schon wieder vorbei. Jetzt ist es nur noch schlimmer geworden. Also ich habe jetzt nicht den Eindruck, dass sich das Auto besonders schlecht bei Regen verhält. Ich habe nur das Problem, dass ich fast nichts sehe.
Oh, das war Mist. Ich hoffe, das Auto ist repariert für die nächste Runde. Trotz in die Bande fahren, nur 3,5 Sekunden zu meiner Bestzeit. Oh, Mist. Ein bisschen macht sich dann doch noch bemerkbar. Jetzt habe ich viel zu weit runter gebremst. Man sieht es auch. Er hat gnadenlos aufgeholt hier. Da. Ja, toll. Jetzt hat er so eine gute Zeit hingelegt und dann. Der liebt es, in mich reinzufahren. Warum er denkt, dass das eine gute Idee ist, keine Ahnung. Langsamer. Oh.
Puh, haben wir bei Thomas geschafft? Oh, du hast es sehr spannend gemacht. Auf den zweiten Platz. Bei den Wetterungsverhältnissen war das eine gute Leistung. Also, ich muss die Wiederholung wieder einspielen, damit ich sie später reinschneiden kann. Und bis dann. So, da bin ich wieder. Ich wollte noch kurz schauen. Ja, es war wieder ein BAC Mono. Die mit den Monos, die schaffen sich an die Spitze. Guck mal her, aber der nächste nach den Monos hat auch einen Ruf GT8. Und der hat sogar noch einen geholt mit einem Mono. Zwei. Der erste AMG Mercedes ist ziemlich weit hinten abgeschlagen. Genauso wie der Lamborghini betriebene R8. Der Aston Martin hatte gar keine Chance, aber das wundert mich nicht. Der Aston Martin ist einfach ein sehr schweres Auto. Dass das überhaupt. Ja, es ist die GT-Version. Auf der linken Schaft. Die Caterhams, mit denen ich mir da so einen kleinen Kampf geliefert hatte, die hatten eigentlich gar keine Chance. Gut, komm, fahr mal rennen. Ja, fahren. Leichter Regen. Leicht nennen die das? Ist das ein schwerer Regen bei euch? Nein, nicht. Das Schlimme ist, wenn der sich mal eindreht, dann ist Schluss. Oh Mann, das war schlecht. Miese Leistung. Ja, der Regen hat mir beim letzten Mal schon ziemlich zu schaffen gemacht und ganz offensichtlich wird das jetzt hier nicht besser. Jetzt fahre ich aber nur noch Mist. Danke. Wie viele Runden haben wir? Ah, vergiss es. Das schaffe ich nicht mehr. Also, ich weiß jetzt schon, ich werde das wiederholen.
Was hat mich denn da jetzt angebumst gehabt? This is not how the force works. Der steigt gleich voll in die Eisen. Ich fürchte, die Erkenntnis kam zu spät. So, welche Schande muss ich jetzt ertragen? Zwanzigster Platz. Ja, das kommt so in etwa hin. Zukunft Sarah hier. So, ich hatte ja eigentlich gesagt, ich will ein bisschen was zum Auto erzählen, aber ich habe so lange so dazwischen geredet oder immer mal wieder ein paar Kommentare abgelassen, dass es nie lange genug war, um zu erzählen, was es denn nun mit Ruf auf sich hat. Ich meine, die meisten kennen Ruf aus den Rennspielen, wo sie immer als Ersatz für Porsche reingebaut wurden, weil sie eben aussehen wie Porsche, weil die Firma Ruf Porsche-Teile, teilweise auch Porsche-Spenderfahrzeuge benutzt, um ihre eigenen Fahrzeuge herzustellen. Dennoch sind die Ruf-Fahrzeuge eigene Fahrzeuge. Deshalb haben sie auch, gelten sie auch als eine eigene Marke und können die unter eigenem Namen lizenzieren an Spielhersteller. Die Ruffahrzeuge sind was ganz Besonderes. Tatsächlich werden nur so 30 plus minus 10 pro Jahr hergestellt. Also ich habe teilweise Rennaufstellungen, wo mehr als die Jahresproduktion von den Dingern gleichzeitig auf der Strecke sind und oft auch mehr als von dem spezifischen Modell gebaut wurden. Und dieser hier, der Ruf, der RCT8, hat einen eigenen Motor, hat keinen Porsche-Motor, sondern einen V8-Motor. Wenn er jetzt überlegt, dass der nicht unbedingt wie ein V8 klingt, naja, er ist näher an einem Ferrari 512 BB als an einem typischen Ami V8. Es ist ein 180 Grad V8, aber es ist kein Boxermotor, also es ist ein flacher und hat 550 PS. Und die Geschichte der Firma Ruf werde ich dann sicher mal an anderer Stelle erzählen, denn die ist auch interessant, aber mir geht die Zeit aus. Bis zum nächsten Mal, erklär Sarah. Und er ist 200 Kilogramm leichter. Ruf hat sich hauptsächlich deshalb einen Namen gemacht, dass sie eine Zeit lang, eine kurze Zeit lang,
den schnellsten Serienwagen der Welt hatten, also Straßenfahrzeug mit Zulassung. Und das war der Yellowbird, das war der Clubsport 1, DRT, der CRT. Natürlich auch auf Basis vom 911er. In Konkurrenz mit dem 9FF, das ist die Firma, die aber hauptsächlich nur einen Turbo in den Porsche gebaut hatten, der ziemlich stark aufgeblasen ist. Da besteht ein großer Unterschied zu Ruf, denn Ruf, selbst wenn sie den Original-Porsche-Motor drin lassen, überarbeitet den Motor nochmal so weit, dass er die erhöhte Leistung auch über lange, lange Zeit weg vertragen kann. Also die Laufleistung kann dann auch mal über 200.000 Meilen, also 360.000 Kilometer sein, ohne Probleme. Trotz der hohen Leistung. Dann werden auch Sachen gemacht, wie dass ein Käfig direkt in die Karosserie integriert wird, was ja kein Porsche-Standard ist. Ja, irgendwann haben sie eben auch angefangen, eigene Motoren zu bauen, beziehungsweise haben sich letztlich auch des Problems angenommen, das der 911er nun mal hat, aber das Problem hat der 911er, weil er so gekauft wird, nicht weil Porsche es nicht anders kann, nämlich das des Heckmotors. Die haben nämlich den logischen Schritt gemacht, den Porsche nicht gehen wollte, haben sich den Boxster geschnappt, haben den Motor aus dem 911er genommen und haben ihn da kurz reinversetzt. Das war dann auch eines ihrer Modelle. Das ist übrigens was, wofür man nicht unbedingt Ruf braucht, das kann auch ein lokaler Porsche-Mechaniker machen, weil die Fahrzeuge haben dieselbe Basis. Und als sie jetzt die dritte Iteration des RCTs gebaut haben, nee, nicht des RCTs, des CRTs, haben sie dann kurzerhand einfach nur noch die Front genommen, die eh einheitlich ist, über Cayman, Boxster und 911er, und haben ab der Mitte nach hinten ihr eigenes Ding gebaut. Und das ist ein Mittelmotor. Und das ist eben der CRT3. Und auf den freue ich mich auch schon, wenn der mal im Spiel kommt. Das ist dann praktisch ein Porsche-Fahrzeug, wie ich es mir vorstelle. So, das hätten wir geschafft. Aber erst im zweiten an. Oder besser gesagt, setz kein weiter. Im dritten an, ne? Wie viel hatte ich denn jetzt in den einzelnen Runden? Kann ich das auch noch irgendwo sehen? Naja, wie auch immer. Ich sehe jetzt auf jeden Fall erstmal die Wiederholung an. So, ich bin wieder zurück und dann hatte ich eigentlich gehofft, dass wir vielleicht noch ein bisschen mehr in Erfahrung bringen können, aber nein. Das zeigt die Rundenzeit nicht an, nur das Ergebnis. Damit hätten wir 25 Punkte bekommen. Nicht übel. Der 10. Platz bekommt noch einen. Beim 20. hätten wir gar nichts bekommen. Schwer zu sagen. Ah, der zieht die automatisch alle auf 11, okay. Antoni Roberto und Hassan Aslan. Die beste Runde jetzt in der Nässe, im Rennen, war 1,41. Und im Training hatte ich eben zweiter Platz geholt mit 1,38,012. Praktisch immer ein bisschen schlechter geworden, aber dasselbe gilt fürs Wetter und, entschuldigt, weil ich dann schauen wir uns mal an. Hey Champion,
Das Lustige ist, wir wissen jetzt nicht mal, wer uns dieses Auto eigentlich geliehen hat. Meisterschaftstabelle, Road, Track Day, Brands Showdown. Ja, wissen wir doch alles. Dann schauen wir uns an, was es in der nächsten Folge gibt. Bronzeauszeichnung für den Sieg, Road TD Brands Showdown verliehen. So, dann zwei neue Nachrichten. Einmal vom Chef. Was für ein großartiger Sieg, den hast du dir verdient. Danke dir. So, Sarah Andrea, hallo, ich heiße Sang Park und bin neuer Manager von Final Drive. Unser Team hat sich bei dem Event Road TC Euro Championship am 3.2. angemeldet und wir hätten sie gerne als unseren Fahrer. Wir glauben, dass wir durch ihre Erfahrung als Rennfahrer unsere großen Chancen haben werden, das Event zu gewinnen. Wir freuen uns darauf, wenn sie beim Rennen zusehen. Ne, sie beim Rennen zu sehen, so rum. Dennoch hoffe ich, dass ich jetzt bald mal... Ergebnis. Steht hier eigentlich irgendwo, wie sich die Bronze-, Silber- und Goldmedaille bewertet? Ich vermute mal, dass es die Zeiten sind, unabhängig vom Schwierigkeitsgrad der Gegner, also damit auch unabhängig vom Sieg oder nicht. Aber ich weiß es nicht. Das würde mich jetzt wirklich mal interessieren. Ui, 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 ui. Das sind ja ein paar tolle Sachen hier. Aber jetzt erstmal zurück. Greife auf deinen Kalender und deinen Wagen zu. Ja, das würde ich gerne tun. Aber offensichtlich geht das. Gehst du da wieder raus, bitte? The Driver Network allows you to track your accomplishments and progress. Compare your stats with friends, view your highlights and share content. Your profile shows a breakdown of what you like playing. Your affinity with particular cars, motorsports and tracks. Your online performance record. Ja, ist gut. Wir wissen es jetzt. Das Interessante ist, jetzt zum Training bin ich 85 Meilen, also mit den Rennen, 85 Meilen im Ruf gefahren. Mehr als in den ganzen Kokards zusammen. Ja, aber eben das war auch ein schwieriges Auto, aber auch ein großartiges Auto. Also es macht schon sehr viel Spaß, so schwer es zu beherrschen ist oder vielleicht gerade deshalb. Ich hätte gerne noch ein bisschen mehr über das Auto gelernt, aber das finde ich vermutlich hier nirgends. The Highlights tab lists all your favorite photos and replays that you've saved. Keine Fahrerhöhepunkte gespeichert. Okay. Ach, hier ist der Kalender. So, und dann geht's tatsächlich beim nächsten Mal mit Dubai weiter. Zum nächsten Moment. Was? Moment. Supercard UK Nationals Training. Macht ja auch Sinn. Das heißt, Dubai Kart Masters Cup ist auch nur ein eintägiges Event, oder wie? Ja, tatsächlich. Wir haben also noch ein Event dazwischen als Gast. Das werde ich vermutlich in die Nationals-Folge mit einbauen. Und deshalb sage ich jetzt erstmal tschüss und danke, dass ihr zugeschaut habt. Vergesst nicht zu abonnieren. Bis bald und ja. Und, hier ist es Samstag. Bis Dienstag.